herzlich willkommen zu auf meinem Kanal. Wir spielen heute die Ghost Dabago im Multiplayer. Mit dabei ist unser Patrick heute. Wunderschönen guten Tag. Ja. Und was machen wir? Wir Stroh. Dann Strohballen. Ne? Strohballen, genau. Den Gärprozess mal ein bisschen erhöhen da drin. Genau. Und wir haben so viel Stroh gestapelt und hin und her gefahren. Also der Patrick war fleißig. Also Stroh ist sein Metier. Nee, Ballen eher gesagt. Also ich habe meine Arbeit jetzt mal kurz unterbrochen. Normal grubrig gerade, aber ich musste mal schauen, was Patrick so veranstaltet. Nein. Oh, das war gut. Wir spielen die Groß Dabago. Ah, letzter Stapel. Ja. Haben wir gezählt, wie viele das waren? Ich habe nicht gezählt. Du? Ja. Nee. Ja, den letzten Multiplayer habe ich ja mit Florian gemacht, aber der ist irgendwie zurzeit gerade nicht online. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, mit Patrick weiterzumachen. Nein. Achso, was ich noch dazu sagen wollte, wir spielen natürlich more realistic, ja. Also nicht hier das Einfache, sondern wir haben schon ein bisschen was zu tun und müssen auch echt vorsichtig fahren hier. Und alles ein bisschen schwerer. So sieht das aus. Genau, ich verdrück mich erstmal wieder hoch zu meinem Grubbern, ja? Mach das. Bin hier soweit fertig. Kommst du jetzt wieder hier hoch, ja? Kann dir mal helfen bei deinem kleinen Feld. Komm dann aber mit ein bisschen was größer. Ja, also zu zweit grubbern hier, das ist schon, wäre nicht schlecht, ja. Mit was kommst du denn dann? Mit meinem Dienstfahrzeug. Das da wäre. Ein Cerion 5000. Mein Lieblingsfahrzeug. Auch im Reellen. Schade, dass Mirko jetzt schon weg ist. Schade, schade. Also, ihr könnt ruhig, wenn ihr Interesse habt an unserem DS, ihr könnt da ruhig mit euch mal melden. Ich werde die DS-Daten natürlich unten in die Verlinkung mit reinmachen. Oder in die Beschreibung mit reinmachen. Und wer sich meldet, meldet sich. Wer nicht, okay. Wir laufen niemanden hinterher, oder Patrick? Nö. Also wer hier mitmachen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Also jetzt die kommende Woche sind wir noch bis 20 Uhr abends meist da, oder ist meist einer da. Danach die Woche wird dann, müsst ihr sehen, wer dann da ist. Irgendeiner von den Admins ist dann da. Genau. Also meistens ist jemand da. Zumindest die Berufstätigen sind meistens bis um 10 ungefähr online. Ansonsten werdet ihr ja dann sehen. Wie gesagt, ich werde die DS-Daten in die Beschreibung unten reinmachen, wie beim letzten Mal. Und dann müsst ihr halt euch melden dann. Genau. Einfach anstupsen, anklopfen. Anschreiben. Anschreiben. Ihr könnt auch so in den Channels kommen, wo wir drinnen sitzen, weil die Channels haben kein Passwort, also sind für jeden User zugänglich. Genau, das muss man ja dazu sagen. Also die meisten Channel haben ja Passwörter, auch wir nicht. Also die meisten jedenfalls von uns. Nee. Wie gesagt, also dass die Multiplayer-Folgen so ein bisschen drunter leiden, dass wir so wenig machen, sage ich mal, ist dem Tribut zu zahlen, dass halt wenig Zeit zurzeit viele Leute auch nicht die Zeit dazu finden, sage ich mal.
Naja, und wie gesagt, zu zweit ist es immer ein bisschen schwer, große Felder zu bearbeiten. Genau. Aber wir haben uns heute mal wieder durchgerungen, einfach mal eine Aufnahme zu machen und Ja, frei damit raus. Keller auch frei raus. Damit da auch mal wieder langsam was an Start kommt. Ja, wir versuchen mal für die Zukunft vielleicht mal so ein Video pro Woche. So Genau. kleines Infovideo, wie es zurzeit noch so steht. Ob es uns überhaupt noch gibt, ob wir überhaupt noch Bock haben, ob wir überhaupt noch welche Leute brauchen, suchen, möchten. Ja. Genau. Und wie gesagt, wer sich meldet, meldet sich, wer nicht, der nicht. Und es kann auch passieren, dass ihr dann mit auf der Aufnahme drauf seid, wenn ihr mitspielt gerade im Moment. Sieht's aus. Also alles ist möglich. Genau, alles ist Und möglich, nichts muss. ganz wichtig, hier gibt es keine Muss, keine Pflicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Hier wird Wir auch niemand. Hier wird verlangen auch. kein Entschuldige. Wir verlangen kein Geld von euch oder so. Achtung, ich komme die Bahn schon hoch. Wir verlangen kein Geld von euch oder so. Wir haben Wer einfach das nur. freiwillig zahlen möchte oder was zu beisteuern möchte, kann es gerne tun, aber wir verlangen es nicht. Kriegst du die Bahn komplett? Nee. Nee. Ja, moralistic. Die Leute, die das nicht kennen, es ist ein kleiner Blick in die Realität. Und es macht Spaß. Also man verliert eigentlich so das Standardspiel, kann man fast sagen. Oder wie sehe ich das? Sehe ich das falsch? Nein. Nein, ist richtig. Also wie gesagt, also für mich, ich musste mich echt umstellen, weil es ist, du schaltest selber Genau, und ja. dann, wie gesagt, und die ganze Balance und das alles, das echt, du kannst in den Kurven halt nicht so reinhauen, wie es in den anderen Spielen ist, weil du gibst so schnell um und du bleibst auch liegen. Also das ist So definitiv sieht's dann. aus. Was hast du früher gemacht, wenn du Standard gespielt hast? Da hast du, wenn du nicht mehr dreschen konntest, hast du die Felder bearbeitet, habe ich recht? Genau. Hier bei MR geht es leider nicht mehr. Also klar geht es schon noch, aber wenn es regnet, bräuchst du einen zweiten Mann, vor allen Dingen bei den Feldern, die jetzt hier auf der Groß-Dabako sind, bräuchte man immer eine zweite Person, die einen unterstützt. Weil hier ist einfach, ja, der Boden ist nass, also es ist wie Realität. Ja, es bildet sich Schlamm. Man sieht es zwar nicht, aber ist der Grundgedanke. Die Engine macht es halt so möglich, dass Fahrzeuge nicht mehr vorankommen. Das ist auch cool, also das habe ich aber natürlich jetzt auch nicht gewusst. Das ist auch neu für Doch, mich. also zum Beispiel bei dem Feld, wo wir jetzt beschäftigt sind, wirst du so keinen Spaß erleben, weil ja, du immer eine zweite Person brauchst, die dich entweder zieht oder du lässt dich ziehen, eins von beiden, weil es geht einfach nicht anders. Also das funktioniert nicht. Da können wir vielleicht mal so ein kleines Video mal zu machen. Ganz klein. So, 2, 3 Minuten. Ja, können wir machen. Ah, da muss man. Achso, können wir hier die Zeit vorstellen? Ja. Ja, das geht. Aber Okay, ich glaube, es weil ist dann kein bräuchte. Regen. Ja, genau. Da können wir mal gucken, wie es ist bei Regen oder so. Also, das wird dann relativ lustig sein, also. Also wie gesagt, für Leute, die MR noch nicht gespielt haben und sich nicht rantrauen, ich sag mal so, wir sind hier
drei Leute auf den Server. Mit Daniel noch einen vierten, die sich damit größtenteils sehr gut auskennen und auch selber die Mods so weit bearbeiten, wie wir uns vorstellen. Und ja, also MR hat uns für uns einfach ein Stück LS verändert. Genau. Und wie ich muss dazu sagen, ich war auch nicht unbedingt Fan von MR. Also wirklich, ich habe mich da echt, weil nicht rangetraut, sag ich mal, aber auch die Angst davor, dass dass man da irgendwas verkehrt macht oder sonst was. Aber ehrlich, die Leute hier auf dem Server, die haben mich so langsam da rangetastet oder da haben mich rangeführt, dass es mir mittlerweile auch richtig Spaß macht, MR zu spielen. Ja, das ist ja, ich meine, wenn man nichts probiert, ich meine, gut, das ist halt natürlich, man macht immer eigentlich immer gerne das, was die Masse auch macht. Und die Masse spielt halt Standard, ne? Heißt nicht für uns, dass es scheiße ist oder dass wir das nicht mögen, aber wir haben selber noch einen Server, noch einen zweiten Server, der auch aktiv ist, wo nur Standard läuft, also da ist kein MR am Gange. Und also ihr hättet zwei Auswahlmöglichkeiten, entweder normal zu spielen oder im R zu spielen oder halt dementsprechend da zu spielen, wo halt aktiv Leute halt sind oder auf den Abend, wo ihr da seid, halt die Leute halt drauf spielen halt, ne? Genau, wir müssen nur fragen. Also wir haben Ausweichmöglichkeiten Ja. dafür. Weil wie gesagt, man muss es berücksichtigen, dass es ist nicht jedermanns Sache, MR zu spielen, aber wie gesagt, wir haben eine Ausweichmöglichkeit und das ist echt gut so. Eben. Wie ihr seht hier, ich fahre jetzt den Berg hier hoch und da muss ganz schön sich anstrengen. Also MR ist echt geil. So sieht's aus. Ja, Okay, mit dem Xerion natürlich nicht, der schleppt sich da durch. der Serion, der ist hier so ein kleiner, unser Geheimfavorit hier für die Riesenmaschinen. Also, man merkt es halt. Bergauf, da rennt der wie ein Wiesel. Wie ein Wiesel. Ja, und da hat mein Fendt natürlich ein paar Probleme, obwohl er auch zieht, aber man merkt das schon. Und wenn du hier so ein Feld zu zweit bearbeitest und dann den Xerion noch dabei hast, wie dir das Rucki-Di-Zucki. Als wenn du hier alleine davor stehst, da hast du Ja. echt zu tun. Also das geht ganz gut, ne? Ja, wirklich gut. Ich mache hier gerade noch Sch nur Mist, nur Mist. Was ich aber dazu sagen muss, okay, jeder, der bei uns auf den Server kommt oder auf den DS, den stellen wir natürlich auch unsere Mod oder die Mods zur Verfügung. Wer natürlich denkt, er kann nach den Mods einfach so die Mods nehmen und sich einfach so verdrücken, der hat sich leider geschnitten. Also Ja. da sind wir jetzt schon ein bisschen schlauer geworden, finde ich. Also nur als kleiner Hinweis. Also, wenn ihr die verbreiten solltet, fänden wir das auf jeden Fall sehr schön, weil ihr dann noch weiter Werbung für uns macht, weil auf manchen oder gewissen Fahrzeugen unsere Daten draufstehen. Also, von daher schneidet ihr euch sozusagen euer eigenes Fleisch. Weil wir es jetzt öfters erlebt haben, deswegen sage ich das also. Ja. Oder ihr habt es öfters erlebt. Wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen zum Spielen und es macht auch wirklich Spaß, mit den Leuten zu spielen. Ja, und das ist auch immer eine lustige Runde, ne? Also wenn die Ja. gewissen Leute dabei sind, gibt es jeden Abend was zu lachen. Vor allem, wenn Bauer Hermann unterwegs ist. Bauer Hermann. Der absolute Typ. Wer es nicht kennt, Ja. Patrick wird mir den Link nochmal schicken. Den werde ich dann auch mit in die Beschreibung unten reinmachen. Also definitiv ein großes Idol von uns. Geht nicht anders. Ja, Bauer Hermann. Urgestein am Bauer. Genau. Wie ein wilder Cowboy.
So, Patrick, sind wir gleich durch, wa? Ja, haben wir es gleich geschafft. Da danke ich dir schon mal für die helfende Hand. Oh, nicht dafür. Ist ja ein relativ kleines Feld im Gegensatz zu das, was daneben dran ist. Jo, das ist Hammer. Da ist dieses hier nichts dagegen. Nein. Ja, normalerweise eigentlich zum Feierabend dann eine Flasche Bier, ne? Oder wie war das? Sozusagen, ja. Bist du durch? Bin durch, ja. Warte, ich komme gleich hin. Hier hat aber einer schlecht gedüngt auf dem Feld. Sehe ich gerade. Warte. Hier unten an der Ecke ist nichts. Ach hier, ja, ich sehe es. Naja, macht nichts. So, liebe Leute, der Part ist jetzt zu Ende, weil irgendwann überschreitet es unsere Zeit. Genau. Wir haben das Feld fertig. Ich bedanke mich bei Patrick, dass er dabei gewesen ist. Kein Wir sehen Problem. uns beim nächsten Mal dann und dann wünschen wir euch einen schönen Abend noch. Ciao! Ciao, ciao.